Okay, hi Leute, alle guten Dinge sind 10, glaube ich. Also, ich habe mir vorgenommen, euch für heute ein Video zu machen, weil ich heute einmonatiges habe. Ich bin nämlich ein Monat für meine Familie. Ich bin ein Monat von meiner Familie getrennt. But, mir geht's gut. Also ist für die Leute, mit denen ich halt nicht skype oder nicht zum Skypen komme, wegen der Zeitverschiebung, weil die echt krass ist. Also wenn ich um 5 auf bin, ist bei euch 2, dann ist keiner von euch Schweinebacken on. Ja. Außer der Pierre. Hi Pierre. Von daher, ja, könnt ihr mich nochmal sehen, seht, dass es mir gut geht. Meine Stimme hören, und wenn ihr meine Stimme nicht hören wollt, dann klickt einfach weg, weil ihr müsst es euch nicht antun. Könnt ihr weiterlesen. Für die Leute, die dann so mal lesen und verarbeiten oder so. Hi Ani. Tut mir leid. Du musst halt zu Hause gucken. Ich hoffe, du kriegst das irgendwie hin. ansonsten, ja, lässt sich sagen, mir geht's gut. Ich habe den ersten Monat total gut überstanden. Ich bin total glücklich hier. Ich liebe die Familie. Ich könnte mich, glaube ich, auch nicht wohler fühlen in einer anderen Gastfamilie. Die sind echt perfekt. Die Kinder haben manchmal ihre dollen 5 Minuten, aber wer hatte das nicht als Kind? Also Mama, Papa, ich glaube, ich war schlimmer. Also, im Nachhinein tut es mir wirklich leid. Wir wissen nicht, was wir getan haben, als wir klein waren. Und Scheiße. Aber ich bin immer so herzlich. Ich liebe das voll. Ich kann ein bisschen leiser werden, weil ich auf der gleichen Tage schlafe wie die Kinder und die Eltern. Und die Eltern gehen ins Bett. Ja, ich besuche jetzt die Englisch-Class. Ich mache da jetzt meine, ich sammle da meine Credits, also meine Punkte, damit das Jahr anerkannt werden kann. Ja. Finde ich gut, ne? Ich hatte sowieso keinen Bock, so irgendwie groß zur Highschool, zu College, whatever zu gehen. Es war einfach so eine Englischklasse und so eine Abend-Highschool, ist da, keine Ahnung. Die meisten sind doch Mexikaner und da, easy peasy. Sitze ich da 3 Tage die Woche, 2,5 Stunden rum und das Blöde ist halt, ich bin meistens erst so gegen 5 komplett auf. Und um 6 ist die Klasse, dann werde ich immer schnell hingefahren, noch, das ist auch nicht weit von uns. Und dann sitze ich da 2,5 Stunden rum, dann ist schon 8:30. Dann werde ich immer von irgendwem abgeholt, auch von Freunden oder so. Und dann hänge ich mit denen auch bis 10 rum, weil ich um 10 zu Hause sein muss. Ja, das ist halt voll blöd. Also am Wochenende darf ich länger raus, aber um 10 halt in der Woche, wenn ich einfach arbeiten muss. Das ist halt blöd. Ich muss da mal, ich weiß auch nicht, mal mit denen reden. Nächsten Monat oder so, weil die mir angesagt hat, die sind sehr glücklich, dass ich da bin, die vertrauen mir total, die lieben mich. Vielleicht kann man da echt dann nochmal nach einem Monat schauen, ob man da ein bisschen verändern kann. Ich meine, ich laufe nicht alleine rum oder so, ich werde ja immer gefahren, da ist halt keine Frage. Wir werden sehen. Ich werde mal ganz lieb fragen. Vielleicht. Ach, ich werde es mal machen. ja, das Video hat viele Pannen, bestimmt. Aber das ist mein 10. Versuch. Und ich war gerade fast fertig mit dem 9. Ich habe mich voll gefreut. Dann bin ich auf meine Maus gekommen, meine Laptop-Maus. Und die war auf dem Stop-Button. Und dann hat das Video gestoppt. Beendet? Ich weiß es nicht. Da waren die ganzen 7 Minuten weg, wo ich mich gelabert habe. War so viel labert und dann hat mir hinterher nichts davon. Dann mache ich jetzt demnächst meinen Führerschein. Ich musste 2 Wochen warten, um mich überhaupt registrieren zu können für die SSN. Ich kürze das ab, weil ich das komplette Wort nicht aussprechen kann. Weil ich ewig Probleme damit haben wollte. Dann hat es 2 Wochen gedauert, dass sie mir meine Nummer zugeschickt haben, dass ich jetzt legal hier arbeiten darf. Und mit dieser Nummer kann ich dann jetzt auch den Führerschein machen. Ja, das war cool. Also manche Au-pairs, die können halt auch hier Auto fahren. Das ist immer auf die Versicherung der Eltern an, aber meine Eltern, also meine Gasteltern haben so eine Versicherung, und darfst du nur fahren, wenn du den kalifornischen Führerschein besitzt. Egal, ob du in Deutschland gemacht hast oder so. Also muss ich den kalifornischen machen. Andere haben dann so Versicherungen wie, die können die ersten 3 Monate halt fahren. Wäre voll cool, geht aber nicht. Ja, ansonsten werde ich das eigentlich im Monat viel gesehen. Ich war die erste auch in New York. Und der Culture Care Au-pair New York Training School. Ein bisschen Schleißwerbung machen. Kommt alle nach Culture Care. Das ist top. Und ja, war mal in New York, ne? Da war ich ja eh schon mal im Urlaub. Weil, ja, man kann nicht sagen, man kennt alles in New York, aber wir haben echt nur dieses Sightseeing-Ding gemacht, ne? Von daher kannte ich das ja dann doch. Dann war ich jetzt schon in der Nähe von San Francisco, 1,5 Stunden.
War ich jetzt auch zweimal in San Francisco, einmal sind wir auch über Nacht geblieben, ich und eine Freundin, war halt mega witzig. Und letztes Wochenende haben wir Santa Cruz verbracht mit ein paar Ami-Freunden, auch ganz geil. Ja, und so lebe ich jetzt hier. Also ihr seht mich jetzt gut, ich erlebe viel und ich bin glücklich hier. Ich muss mal hören, ob da jetzt jemand kommt oder nicht. Das Video gibt es auch zu sehen. Ich habe keinen Lust mehr, noch was zu machen. Ich bin langsam müde. Heute nehme ich wieder lange gearbeitet, dann war ich kurz gegessen, dann zur Englischklasse gegangen, dann wurde ich wieder abgeholt vom Kollegen. Dann haben wir noch die anderen Leute getroffen und ein bisschen rumgehangen. Also, ich will eigentlich fast jeden Abend machen. Dann haben wir versucht, unser Wochenende zu planen und irgendwie ist das so kauderwelsch. Also wir haben viel zu viel vor für dieses Wochenende. Ist ja nicht schlecht, aber die meinten, dann fangen wir einfach Samstag um 8 an. Ich dachte mir so, what? Fangen wir nicht Samstag um 8 schon an? Also dann um 8 hier loszufahren irgendwo hin. Und bekloppt. Bevor ich weiter schlafen kann, ja. Also wieso? Ich hab, seit ich hier bin, noch keinen Tag ausgeschlafen, ne? Ich habe seit einem Monat nicht ausgeschlafen. Ich bin immer spätestens um 7 Uhr. Ja, pff. Kann ich gar nicht glauben, ne? Auch als ich immerhin in Santa Cruz war, ich habe gar nicht geschlafen. Also zwar zwischendurch immer mal so eine Stunde oder so, aber ich habe ewig nicht mehr lange und schön geschlafen. Mir fehlt zum Mittagsschlaf und ich habe Hunger. Ich kann mal in Deutschland zu Bad gehen. Ja, ansonsten. Das hat viel Blödsinn jetzt gelabert, glaube ich. Deswegen hatte ich auch kein Video. Ich finde das habe ich schon in die Kamera zu reden. Das ist mal gesagt, ups. Ja, ich habe schon ein Video geschafft. Ich habe noch ein paar Szenen. Also falls ihr die Szenen sehen wollt, sagt mir Bescheid. Dann kann ich die ja mal hochladen oder so. Sonst mache ich mir jetzt nicht die Arbeit. Außer ich jetzt so wahnsinnig so froh aus für die. Ich muss aufhören, selber zu sein. Ich hoffe, man versteht doch gleich alles. Wie gesagt, das erste Jahr. Das erste Jahr. Ja, das kommt mir auch vor. Der erste Monat war recht cool hier. Also eben ruhig schnell um. Und ich denke mir so, was hast du vorhin gemacht? Was waren die Wochenende? Ja, es waren so drei verschiedene Wochenenden oder vier. Ich weiß es schon gar nicht. Ja, auf jeden Fall mega, ne? So, ich denke, für die Eltern, die sind jetzt auch, gehen jetzt auch schlafen. Von daher sollte ich jetzt auch wieder meine Klappe halten. Und ich werde jetzt noch ein bisschen was zum Führerschein lesen. Total interessant ist. Sag ich, muss den kalifornischen Führerschein lernen, wie ich Begleiter zu verhalten habe. Ne? Ey, wenn ich das brauche, ne? Wenn das echt hier mal Glatteis ist in Kalifornien, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ey, mach ich ein Nacktfoto im Schnee. Ey, Glatteis in Kalifornien. Naja. Ich glaube, morgen fange ich sogar ein bisschen später an zu arbeiten. Ich habe nicht gefragt. Scheiße. Ich glaube, eine halbe Stunde später als sonst. Wird schon passen. Ich stehe einfach mal auf. Morgen ist eh Freitag, dann arbeiten die Eltern eh von zu Hause. Kann eh nicht passieren. Dann arbeite ich dann. Ach, what the hell. Egal, whatever. Man muss halt jetzt nicht interessieren. Ich gucke einfach mal den Eintrinken. Wo habe ich da bestimmt mal reingeschrieben, wenn ich angefangen habe? Das ist ja die Idee. Bin ich schlau manchmal, ne? Also, Leute. Ihr seht, ich bin noch genauso bescheuert, wie ich zu Hause war. Das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Eine Felder ist immer eine Felder und wird eine Felder bleiben. Jetzt mache ich weiterhin Dori hier. also wie gesagt, mir geht's gut. Also, ich will mich immer wieder entscheiden. Wie gesagt, ne, manchmal sind das ja auch 5 Minuten, aber mein Gott, dann kommen die an am Abend und sagen, du bist das Best Au Pair forever. So, ja, aber gleich nicht mehr, ne? wenn ich dir irgendwas nicht erlaube. So. Aber das sind Kinder, ich muss ja auch nicht einladen. Ich finde es toll hier. Ich würde es wieder machen, wenn ich jetzt morgens ins Krankenhaus gehen müsste, arbeiten. Ja, ich kenne Lust, ne? Also immer noch nicht. Ich habe irgendwas falsch gemacht, glaube ich, damals. Tut mir leid, Krankenhaus. Vielleicht so besser so. Mal schauen. Ich genieße das jetzt hier auf jeden Fall. Ein Jahr ist lang. Wiederum ist ein Jahr auch sehr kurz. Und ich gucke mal, wohin es mich schlägt, verweht, rührt. Was hat das richtige Wort dafür? Wie sagt ihr denn in Deutschland? Okay, Leute, also. Ich habe euch ganz so lieb. Ich habe keine Ahnung, wie ihr guckt. Hallo, fremde Menschen. Ich habe euch ganz so lieb. Nein, also okay, na, die ich kenne. Wie die mich kennen.
Die Ideen, das Wichtige ist, ich habe ich alle ganz toll lieb. Okay, und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin so treue Leser bleibt. Das war ein blödes Ende. Ich will das rausschneiden. Ich kann das aber nicht. Einzige Problem ist, was ich hier habe, ich verstehe die Ami-Witze nicht. Also ich höre mir das an und übersetze mir die im Kopf und denke mir, ja, macht das jetzt noch weniger Sinn als im Englischen. Dann mache ich einfach mal mit. Dann gucke ich mich immer an und denke ich mir so, vielleicht war das ein Witz über die Deutschen und ich lache einfach. Ich weiß sowieso nichts über Deutschland. Wurde ich gefragt, weil ich ein Tattoo habe, wer Tattoos in Deutschland haben. Ich so, ja, warum nicht? Hä? Was ist denn für eine Frage? Naja. Ja, ich würde zum Schluss kommen, ne? Eigentlich schon mal enden. Also Leute, das war mein einmonatiges. Kerze ausgepustet. Ich bin bescheuert, oder? Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, es ist der Fleischwurstentzug. Mir fehlt die gute Fleischwurst von Edeka. Leute, bitte geht und kauft euch die Fleischwurst bei Edeka in der Fleischtheke. Egal, ob die in Scheibe oder rein, die ist voll lecker. Esst sie für mich mit. Ich fühle mich, als ob ich schon im Dschungelcamp für so einen Monat so. Keine Fleischwurst. Keine Ahnung, doch. Oh mein Gott, meine Frikandel. Oh mein Gott. Jetzt fällt mir alles einmal schon mit einer Fischfrikadelle. Das Video wird jetzt voll lang und wenn ihr gerade Hunger habt, dann bin ich gerade scheiße gemein, glaubt. Nein, also, wie gesagt, die Leute, denen das wichtig ist, die ich kenne, die mich kennen und ich freue mich, dass ihr euch so einen Scheiß jetzt angetan habt und ihr denkt euch bestimmt so, was für eine Blöde ist das denn? Dann habe ich hier fast 13 Minuten meines Lebens verschwendet für so eine Scheiße. Dann mache ich keinen Korb, ich habe dafür über eine Stunde gebraucht, ich habe 100 Videos gemacht, das war eine Katastrophe. Weil ich ihn nicht schneiden kann, ist das Problem. So, jetzt habe ich richtig viel erzählt, aber das wenigstens eigentlich jeden Monat, ne? Okay, Leute. Haut rein. Mama, Papa, Benny, ich hab euch ganz, 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 ganz lieb. Okay, bye.